Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Game Testicle AD. Hier ist euer Raphael und ich habe heute den nächsten Part von Madden NFL 25 für euch. Wir spielen gegen die Dallas Cowboys und wir wollen auch direkt ins Spiel starten und hier nicht lange um den heißen Brei reden. Also, bis gleich! So, und da sind wir hier auch schon im Stadion, AT&T Stadium in Arlington, Texas. Ja, Dallas Cowboys, das wird auch nicht einfach. Das letzte Spiel haben wir einfach, das haben wir schon aus unserem Gedächtnis gestrichen gegen die Seahawks. Und wir starten ja mit der Offensive. Wie gesagt, das letzte Spiel hat nie stattgefunden. Nein, es war wirklich, es war eine so derbe Niederlage, dass ich da wirklich auch noch lange dran zu knabbern hatte. Und wir begeben uns jetzt hier natürlich daran, das einfach mal ein bisschen besser zu machen. Und hoffen, dass es uns auch gelingt, letztendlich hier eine gute Leistung zu zeigen. Fumble! Das kann nicht wahr sein. Das habe ich noch nie erlebt. Also das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Der Ball ist weg. Das kann nicht wahr sein. Wir starten mit der Offensive und wir verlieren den Ball hier direkt nicht mal noch 28 Yards vor unserer Endzone. Ist das unfassbar? Wieder eine Premiere hier in diesem Let's Play. Es wird niemals langweilig, wenn ihr hier das Let's Play schon länger verfolgt. Und das ist die Interception. Was ist das für ein Start? Was ist das für ein verrückter Start in dieses Spiel? Unfassbar. Hab ich noch nicht erlebt. Leute, ihr seid hier wieder dabei. Schön. Und ihr erlebt hier schon wieder den ersten, ja, es sind 8 Sekunden gespielt. Es sind wirklich 8 Sekunden erst gespielt. Und ihr erlebt hier schon wieder die tollsten Sachen. Es ist unfassbar. Richtig, richtig cool. Jetzt dürfen wir doch an der 22-Yard-Linie wieder ran. Also das ist wirklich so, das ist wieder so eine Szene, da muss ich wirklich sagen, unfassbar. Das Spiel, das überrascht einen immer wieder aufs Neue. So, jetzt schauen wir mal, ob wir mit Kaepernick laufen können. Das sieht gut aus. Kaepernick kommt da zum neuen ersten Versuch. Sehr schön. Das ist schon mal was wert. Four Verticals. Na, offensiv auf jeden Fall. Die Ausrichtung aber, das probieren wir jetzt einfach mal. Wir haben mit Demaryius Thomas hier einen der besten Wide Receiver im Spiel. Und da wird einfach hier Kaepernick schon von Spencer gesackt. Und ja, 2.14 jetzt. Mal vor Verticals probieren jetzt über Crabtree, wenn ich das richtig sehe. Thomas bisschen weiter innen. Das kann es nicht sein. 3.21. Der nächste Sack hier ist vollkommen. Junge, Junge, Junge. Das ist hier ein Start ins Spiel. Sieht man nicht alle Tage. Sieht man wirklich nicht alle Tage. Wenn wir jetzt ein bisschen verrückt sind, machen wir Hail Mary. Das hat mit Football, mit der Realität nicht so viel zu tun, jetzt hier den Hail Mary zu probieren, aber... Ja, ja, der geht auch schief. 4.21, jetzt müssen wir punten. Sonst sieht das hier nicht so gut aus. Das machen wir natürlich auch. Oh, verrückte Anfangsphase hier schon. Muss man wirklich sagen. Ja, ja, und jetzt hier liegen sie alle auf dem Boden rum. Romo kommt jetzt hier aufs Feld. Quarterback der Dallas Cowboys. Und wir nehmen mal hier eine vorgeschlagene Formation hier, die uns Madden vorschlägt. Mal sehen, ob das erfolgsversprechend ist. Da, Laufspiel jetzt hier von den Cowboys. Und gutes Laufspiel. Komm da noch ran und halt ihn fest und bring ihn zu Boden. Ja, das war aber ein harter Kampf. 43 Yards gelaufen, wirklich stark.
Das ist hier wirklich, hier ist schon ordentlich was drin. Ihr merkt das hier in dem Spiel. Ordentlich, wirklich sehr, sehr ordentlich. Jetzt wird der Pass kommen. Aber weggesackt, sehr schön. Sehr, sehr schön. 2. und 18, das ist schon mal, das ist nochmal eine Ansage auf jeden Fall hier. Und dabei soll das jetzt auch gerne bleiben. Wieder Passspiel. Aber das reicht nicht für den neuen ersten Versuch. Sehr schön. 3. und 5. Und jetzt haben wir wieder einiges hier in der Hand. Jetzt aufhalten. Jetzt hier aufhalten. Das wäre enorm wichtig. Jetzt hier nicht den neuen ersten Versuch zulassen. Dann wird es maximal ein Field Goal geben. Aber das ist der neue erste. Und das ist der Touchdown. Es ist der Touchdown. Oh, oh, oh. Wie geht dieses Spiel schon wieder los? Verrückt ohne Ende. Eieiei. 30 Sekunden noch zu spielen. Und die Gegner starten hier in der zweiten Halbzeit auch noch mit der Offensive. Wir müssen jetzt hier eigentlich noch was zeigen. Ja, optimal. Ja, ihr wisst es, beschissen. Optimal beschissen. Ah, ja, jetzt Hail Mary, komm. No risk, no fun. Sie werden nicht drei hinten rausschicken, zumindest nicht im ersten Versuch. Und den fängt er! Den fängt der Marius Thomas! Teufelskerl! Timeout nehmen. Thomas, der alte Teufelskerl. Kalt schnäuzig fängt er das Ding einfach. Und wenn er jetzt noch einen raushaut, fängt er den nächsten noch und rennt durch. Zumindest der neue erste Versuch. 13 Sekunden auf der Uhr. Und gleich das nächste Timeout nehmen. Schnell, schnell, schnell. Nochmal probieren. Coil Combo hat gerade sehr, sehr gut geklappt. Ja, diesmal scheint es so, als hätten sie sich vorbereitet. Incomplete, incomplete. Jetzt klingelt hier auch mal das Telefon. Acht Sekunden. 25 Yards. Wir haben kein Timeout mehr. Wir müssen hier das Field Goal machen. 42 Yards, ey. Das ist eine ganz schöne Menge. Der Wind leicht schräg. Der war nicht schlecht getroffen und das sieht gut aus. Der geht rein. Sehr schön. Nur 4 Punkte der Rückstand. Das ist schon mal wichtig. Und jetzt passiert hier eh nicht mehr viel in der Halbzeit, in dieser Hälfte hier. In dem Viertel. Ah, 3 Sekunden auf der Uhr. Das ist ein Spielzug. Den können sie probieren. Da wird nicht mehr viel bei rumkommen. Und dann starten sie aber natürlich auch hier in der zweiten Halbzeit dann mit der Offensive. Auch ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Aber der kommt hier nicht weit. 2010 weiterhin. So, Verteidigung. Wir bleiben mal bei dem, was hier Madden vorschlägt gerade. Ist. Oh, ist bequemer einfach. Als sich selber mal da was rauszusuchen. Nee, nee, der kommt auch nicht weit. 3. und 5. 5 Yards der Raumgewinn. Und jetzt aufhalten, 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 aufhalten und hier in Führung gehen. Das wäre es jetzt. Aber es ist Wunschtraum. Das heißt noch lange nicht, dass das in Erfüllung geht. Oh oh. Und weggesackt. Es geht in Erfüllung. 4. und 11. So, sie werden punten und dann werden wir natürlich in der Offensive sein. Sehr, sehr gut. Alles noch in der Hand hier. Ich wollte gerade sagen, wenn sie das laufen lassen.
Die sind so mutig. Ja, komm hier nicht weit. Curl-Combo hat gut geklappt hier gegen diesen Gegner, ausnahmsweise mal. Und Thomas, der Teufelskerl! Guckt euch diesen Jungen an. Wie geil ist das denn bitte? Curl-Combo hat gut geklappt und Curl-Combo klappt auch wieder und das ist der Touchdown. Das war die beste Verpflichtung, die wir getätigt haben. Wie sich der Verteidiger da abspeisen lässt. Unfassbar. Und dann ist Thomas einfach so schnell, dass er den macht. Und schon sind wir hier wieder in Führung. Sehr schön. Jetzt haben wir natürlich keine Timeouts mehr. Strategisch nicht so ganz wertvoll gewesen. Ach Gott, das ist ja erst das erste Viertel war ja erst vorbei. Jetzt sind wir erst im zweiten Viertel, natürlich. So, ist ja erst das zweite Viertel, Mensch. Oder sehe ich das falsch? Nee. Doch. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Bisschen verwirrt, aber nur ein bisschen. Egal, wir führen hier mit 10 zu 7. Das ist das Wichtigste. Aber jetzt kommen die hier wieder durch. Oh, oh, oh. Oh, 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 der läuft gut. Das Laufspiel läuft hier wirklich. Murray macht hier einen Top-Job. Unfassbar, wirklich stark. Two-Minute-Warning jetzt hier. So. Wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall die Führung wieder da. Ist wichtig. Und der wird weggesackt. 2012, wunderbar. Ja, jetzt wollen die Cowboys Druck ausüben, ganz klar. Aber erstmal müssen ihre Wide Receiver hier über das halbe Feld wieder zurückrennen. Bevor der nächste Zug beginnen kann. Ja, der kommt zwar drüber. Kriegt den neuen ersten Versuch, aber das reicht hier natürlich nicht. Für einen Touchdown. Und wieder weggesackt. Der Quarterback, der lässt sich heute aber einiges, lässt sich heute hart rannehmen hier. Der Quarterback lässt sich hier einiges gefallen. Ja, ja, und auch hier kommt er nicht weiter. Dritter und sechs und jetzt haben wir es wieder in der Hand hier. Oh, oh, der ist noch drin. Und das ist der neue erste und 10. Gut geworfen, aber das war knapp. 6 angekommene Pässe in Folge. Kam mir nicht so vor. Naja, egal. Ja, sehr schön. Wieder hier getackelt. Verteidigung macht einen soliden Job bis hierhin. Und jetzt 2. und 10. Eine Minute noch auf der Uhr. Ja, ja, hoffentlich machen sie hier nicht den Touchdown. Das wäre äußerst schön. Und wieder weggesackt. 3. und 17 und sie nehmen das Timeout. Jetzt wissen sie natürlich, dass hier was passieren muss. Weil von da musst du auch erstmal ein Field Goal erzielen. So, bitte, bitte, bitte. Ja, ja, das sieht gut aus. Fumble! Fumble! Und da haben wir den Ball. Und das kann... Naja, McDonald ist da zu voluminös. Der zieht das nicht durch. Aber wir haben es hier nochmal geschafft. Verrücktes Spiel. Wirklich verrücktes Spiel. Sehr schön. Und jetzt sind wir hier in der Offensive. Wir können nochmal Kaltschnäuzig sein, nochmal Curl-Combo hier probieren. Wenn wir jetzt wirklich noch einen raushauen, hier noch einen Touchdown. Muss ich sagen, nicht schlecht. Und auch der kommt wieder an. Weltklasse. So, mal ein bisschen Laufspiel jetzt probieren. Run hier über Blount. Ground here.
Und das klappt gut. Und das reicht auch für den neuen ersten Versuch. Richtig. Sehr schön. Jetzt hier noch einen Touchdown erzielen. Wie geil wäre das denn bitte? Das sieht gut aus und das ist der Touchdown. Was für eine Aufholjagd. So, jetzt haben wir aber schon eine gute Führung. 10 Punkte. Und jetzt können wir ganz beruhigt sein für den nächsten Abschnitt des Spiels. Sehr gut getroffen von Lee. Der geht wahrscheinlich so weit. Na, doch nicht. Können sie noch fangen? Geht er auf die Knie. So, und jetzt mal sehen. 11 Sekunden noch zu spielen hier. 11 Sekunden. Sie müssen natürlich was zeigen, aber das machen sie nicht. Laufspiel. Und damit ist die erste Halbzeit jetzt hier auch endgültig rum. Ja, den schaffen sie nicht mehr. So, vorbei. So, erste Halbzeit ist vorbei. Jetzt vorbei. Erst nicht so wie vorhin gedacht. Und jetzt natürlich hier die Dallas Cowboys wieder in der Offensive, aber auch hier laufen sie nicht. Gehen auf Nummer sicher. So, Murray macht bisher einen ganz soliden Job. Ah ja, und er kommt hier nicht sonderlich weit. 2 Yards nur rausgeholt, Romo hier. Müssen wir aufpassen. Und das ist der nächste Sack, das ist der nächste Fumble, aber den kriegen sie nochmal. Oh, oh, der Quarterback hier wirklich. Der ist... Bromo, der Quarterback, der steht hier ordentlich unter Druck. Viele Sacks kassiert und auch schon 2-mal gefumbled jetzt den Ball. Und der nächste Sack. 4. und 20. So, damit sind wir wieder am Ball. Unfassbar. Also der Quarterback, der macht hier wirklich desolaten Job bisher. Entschuldigung, wenn ich hier in den Videos in letzter Zeit ein bisschen schnupfe. Ihr hört das wahrscheinlich, habe ich selber gemerkt beim Bearbeiten der Videos. Liegt einfach daran, dass ich Heuschnupfen habe und derzeit wieder der Teufel los ist. Von der Stimme her klappt es einigermaßen zum Glück. Aber die Nase ist halt ein bisschen zu. So, und jetzt nochmal hier schauen. Kaepernick macht da nochmal eine One-Man-Show hier. Ja. Er kommt nochmal ganz gut vorwärts. 2. und 3. Sehr schön. Unser Spiel wird jetzt wieder ein bisschen variabler. Die Pässe kommen gut an. Sehr schön. Und hier der neue erste Versuch für uns. So, ich bin wirklich auf die Passquote mal gespannt nachher. Sieht ja bisher nicht so verkehrt. Oh, das sieht gut aus für Thomas. Sehe ich jetzt schon. Und auch den hat er wieder. Ist unfassbar, wie der die Bälle fängt. 71% die Passgenauigkeit von Kaepernick. Das ist unerreicht. Das ist ein unerreichter Wert hier von ihm. Haben wir noch nie gehabt. Wirklich sehr, sehr stark. Colin Kaepernick in diesem Spiel. Im letzten Spiel war ich ja, hätte ich ihn am liebsten direkt verkauft, den Jungen. Oh, oh. Das war, der war incomplete. Das wäre der Touchdown gewesen, vermutlich. Ah, der wäre incomplete. Aber diesmal, komm, diesmal schaffst du es. Der Marius Thomas. Naja, zumindest hat er den Ball fest und First and Goal. Den lässt er sich natürlich nicht mehr nehmen hier. Also gut, Thomas macht ihn jetzt nicht selber. Ja, unser Blount hier. Und so sieht es letztendlich auch aus mit dem Touchdown hier. Sehr schön. So, jetzt steht es hier 24 zu 7. Wir haben alles in der Hand, eine Sekunde noch zu spielen.
Und danach geht es hier ins letzte Viertel, aber wir haben wirklich eine komfortable Führung und hoffen mal, dass wir die auch über die Zeit bringen. Und ich glaube, das sieht ganz gut aus. Naja, eine Sekunde hier zu spielen, was... Da werden sie selber nicht so viel machen, glaube ich. Aber das wird sich hier noch zeigen. Ja, Laufspiel. Aber mit einem Laufspiel, da ziehst du keinen Touchdown durch. Nee. Und damit ist das Spiel jetzt hier auch erstmal das dritte Viertel zumindest vorbei. Und jetzt geht's in die entscheidende Phase. So entscheidend ist sie, glaube ich, nicht mehr. Aber im Football kann alles passieren, muss man immer wieder sagen. Und deswegen muss man hier enorm aufpassen. Und wo ist das der nächste Sack? Das ist der nächste Sack. Der Quarterback, der lässt sich heute wirklich richtig, richtig, richtig in seine Schranken weisen hier. Kein Mittel findet er. Er braucht viel zu lange hier den Ball an den Mann zu bringen. Und das ist noch am besten noch die Interception. Nein! Der kommt mal tatsächlich an. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt mit der Interception gerechnet. Aber überraschenderweise doch dann angekommen beim Empfänger. Und damit natürlich dann auch der neue erste Versuch hier für die Dallas Cowboys. Und das ist die Interception. Nein! Ah, oh, der war nicht mehr im Feld. Haben die ein Glück hier? Da haben sie ja wirklich Glück gehabt, ey. Ja, ja, dritter und sechs. Wenn sie hier so weitermachen, dann ist das hier... Na, sie werden den vierten natürlich auch spielen dann langsam. Aber sicher... Na gut. Wollen wir mal schauen, was sie jetzt hier machen. Na, der reicht auch nicht. Vierter und zwei, den werden sie ausspielen, ganz klar. Aber jetzt den Blitz auf den Quarterback. Ich glaube, dann wird er unter Druck gesetzt. Und dann wird es nochmal sehr interessant. Haha, das reicht nicht. Sehr schön. Das war mit dem Blitz die absolut richtige Option hier. Ja, ja, sehr schön. Und jetzt sind wir hier wieder in der Offensive. Und das ist der Sieg für uns. Da können wir uns jetzt hier festlegen, das ist der Sieg. Jetzt geht es nur noch darum, ob wir ihn jetzt hier wirklich, ob wir sie demütigen. Und den fängt Thomas und das ist der nächste Touchdown. Unfassbar. Unfassbar. Das ist eine Machtdemonstration. Nach dem so schwachen Spiel gegen die Seattle Seahawks melden wir uns hier mit diesem Spiel eindrucksvoll zurück. 31-7. 31-7, 2,5 Minuten auf der Uhr. Colin Kaepernick macht einen sehr soliden Job. Freut mich auf jeden Fall für ihn auch. Und da gehen sie wieder auf die Knie. Und jetzt ist es natürlich... Ja, ist jetzt blöd zu spielen für die Cowboys. Natürlich, das Spiel ist durch. Aber jetzt müssen sie ja schauen, dass sie nicht... Ja, hier wirklich vom Platz gefegt werden. Wobei 31-7 ist schon ein deutliches Statement. Aber da muss man noch aufpassen hier, dass man nicht noch mehr kassiert. Und sie werden passen, das erhöht die Chance noch für Interceptions hier. 2. und 7. Ja, jetzt hinten die Leute, die hinten die Zonen zustellen. Dann brennt hier nichts mehr an. Es wird der höchste Sieg seit längerer Zeit, glaube ich, wenn ich das so in Erinnerung habe. Ja, ja, hier alle rauf. 3. und 4. Das ist nicht so einfach. Ganz hartes Spiel für Dallas hier. Zwei Siege, zwei Niederlagen haben sie bisher. Aber das Spiel ist hier schon das ist eine Hausnummer. Und wir müssen versuchen, in den nächsten Spielen genau diese Leistung wieder abzurufen. Und da kommen sie wirklich durch noch. Holen sie sich den ersten Versuch. 70% Passgenauigkeit bei Kaepernick. 200 Yard geworfen. Stark. Und deutlicher Sack hier. Wieder mal
Zweiter und 18. Oh. Sie tun mir ja schon ein bisschen leid hier, die Dallas Cowboys. Das reicht nicht. Dritter und 1. Und sie nehmen jetzt das Timeout. Ganz klar. Aber es bringt im Endeffekt nichts mehr. Das ist jetzt alles Spielerei, was sie hier machen. Und das ist die Interception. Soll man dazu sagen? Sehr schön. Romo hat wieder mal einen rausgehauen. Und hier grandios verkackt. Jetzt sind wir wieder in der Offensive. Und Kaepernick holt selber einfach den ersten Versuch raus. Warum auch nicht, sagt er sich. Warum auch nicht. Will ja auch ein bisschen was vom Kuchen hier abhaben. Na, der kam mal nicht an. Kölkom, wo die mal nicht geklappt hat hier. Na, das war eine blöde Formation, die ich mir hier ausgesucht habe, glaube ich. Auch der kommt nicht an. Oh. Muss Kaepernick jetzt selber hier nochmal zu Tat schreiten und den neuen ersten Versuch holen. Und das schafft er. Sehr schön. Er schafft, das war auch wichtig jetzt. Aber über Kölkom lassen sie jetzt hier nichts mehr zu. Habt ihr so den Eindruck? Nee. Die kennen sie jetzt hier. Und wir lassen das jetzt auch. Macht ja keinen Sinn. Da geht nur am Ende die Passgenauigkeit. Die liegt wahrscheinlich jetzt nur noch bei 60%. Hier drei nicht angekommen in Folge. Ist natürlich am Ende des Tages Blödsinn. Fumble. Und da ist der Ball weg. Da ist der Ball weg. Wie viele Fumbles haben wir eigentlich in diesem Spiel erlebt? Unfassbar. 30 Sekunden. Sie können es nochmal probieren. Sie werden allerhöchstens hier noch den Touchdown erzielen. Und dann haben wir immer noch mehr als doppelt so viele Punkte wie die Cowboys hier. Also insofern. Kein neuer erster Versuch. Ah, das reicht nicht. Nein, dritter und Inches. Sie nehmen das Timeout. 20 Sekunden zu spielen. Ai. Ich habe das Gefühl, sie holen hier noch ein bisschen was. Vielleicht holen sie noch den Touchdown. Romo hat sich ein bisschen gefangen. Nein. Vierter und 9. Und Romo wieder mal weggesackt. Und sie punten? Nein, das kann nicht sein. Sie punten doch nicht. Wie dämlich wäre das denn bitte? Warum sollten sie jetzt punten? Aber Tatsache, sie machen das. Wahrscheinlich haben sie Angst. Wahrscheinlich haben sie Angst, 10 Sekunden zu spielen. Hail Mary, komm. Wie gesagt, no risk, no fun. Kaepernick hat viele Yards geworfen, gutes Spiel gemacht. Nee, der kommt nicht an. 6 Sekunden auf der Uhr. Ja gut, Passgenauigkeit ist jetzt wieder deutlich gesunken wahrscheinlich. Aber ist auch egal, über die 200 Yards stehen da. Schade. Auch der kommt nicht an und jetzt eine Sekunde noch. Wahrscheinlich sinkt das sogar noch auf unter 50% hier die Passgenauigkeit. Ist egal. Nee, auch der kommt nicht an. Das Spiel ist vorbei hier. 31 zu 7. Das ist eine Klatsche gewesen hier. 43% am Ende noch. Ja, die war bei 70%, wenn wir ehrlich sind. Am Anfang ist ja auch egal. 203 Yards geworfen. Gute Quote, durchaus gut.
Und wir schauen uns hier mal, wer der nächste Gegner wird. So, wir sind hier nochmal einmal in der Übersicht, hier in der Statistikübersicht. Wollte ich euch noch ganz gerne zeigen vorher. Wir sehen, auf Nummer 1 ist Tom Brady immer noch. Der Mann ist unfassbar. 1600 Yards schon wieder geworfen. Platz 2 Aaron Rodgers hier von den Green Bay Packers. Dann kommt Roethlisberger. Noch nicht gehört. Dann Russell Wilson, Stafford und wo? Da ist Romo. Hier ist Romo. Tatsache noch vor uns. Weit vor uns. Wo ist unser Spieler? Kaepernick hier. Er ist mit 955 Yards. Das ist natürlich jetzt nicht so überragend. Relativ weit hinten. Joe Flacco hier, seht das. Aber hier Luck. An dem, da wollten wir nochmal ran. Vielleicht. Und dann schauen wir mal bei Receiving Yards. Nicht Passing, sondern Receiving. Und da sehen wir, glaube ich, was relativ Erfreuliches. Richtig. Deutliche Führung von Demaryius Thomas hier. Sehr schön. Vor allem, wenn man sich das mal anguckt, die Statistik. Er hat nur 31 Bälle gefangen. Aber daraus hat er 750 Yards gemacht. Und hier Platz 2, 40 Bälle gefangen, aber nur 591 Yards. Also Demaryius Thomas hier wirklich richtig, richtig stark. Im Schnitt holt er 25 Yards raus. Das sind 10 mehr als Rang 2, 3 und 4. Unfassbar stark. Im Schnitt macht er pro Spiel 125 Yards. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Extrem stark. Demaryius Thomas, und so soll das hier auch weitergehen natürlich. Und jetzt schauen wir mal, wer der nächste Gegner wird. So, da sehen wir es, die Steelers. Haben wir gegen die schon mal gespielt? Ich weiß es nicht. Pittsburgh Steelers, genau. Starke Mannschaft auf jeden Fall. Sehr, sehr starke Mannschaft, kennt ihr sicherlich auch. Und ja, wir wollen mal schauen, wie das wird im nächsten Spiel. Wir hoffen, dass wir das Spiel gewinnen. Fünf Siege, die Steelers. Enorm stark. Auch hier natürlich ein Kandidat für den Super Bowl. Muss man immer mit rechnen. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß am Spiel hier. War wirklich eins der kuriosesten Spiele, die wir hier hatten. In 32 Folgen mittlerweile, glaube ich. Aber das Let's Play geht ja auch noch eine Weile. Solange bis der neue Teil rauskommt, natürlich. Wie gesagt, grandios. Schönes Spiel. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Part wieder. Bis bald, euer Raphael von Game Testicle HD.